Das war sicherlich auch eine Überlegung zu sagen, weil ich einfach mit dem Verein so verbunden bin und so eine Geschichte habe, dass das natürlich auch eine Herzensangelegenheit ist. Ja, natürlich ist das eine Situation, die ja nicht nur, sagen wir, uns heute beschäftigt und nicht nur letzten Samstag beschäftigt, sondern wir erleben ja eine Saison, die ja insgesamt nicht so zu Ende gegangen ist, wie man sich das erhofft hat, wie man sich das gewünscht hat. Und deshalb sind ja schon zwischendurch letztendlich Gedanken aufgekommen, was passiert, wie geht es weiter, wie kriegen wir da die Kurve, wie können wir als Werder Bremen dort das, was man gedacht hat, eigentlich eine Saison souverän, ruhig zu Ende zu spielen. Wie kann man das realisieren? Wie kann das passen? Wenn dann am Samstagabend Frank dort anruft und fragt, ja, siehst du die Chance, da noch reinzugehen und das zu übernehmen, dann kommen natürlich auch von meiner Seite erstmal Rückfragen. Ja, natürlich. Ist das jetzt euer Entschluss? Möchte mich erstmal bei ganz, ganz vielen Leuten eigentlich auch bedanken, die mir jetzt seit der Entscheidung geschrieben haben und die mir ganz, ganz viel Glück wünschen und viel Erfolg wünschen. Es gibt unglaublich viele Mails und WhatsApp-Nachrichten und. Da ist ein unglaublich großer Zuspruch und ein unglaublich großes Vertrauen. Wir haben ja schon oft genug miteinander diskutiert und Sie haben mich auch ein bisschen kennengelernt. Ich glaube, Sie wissen, dass ich mir weniger Gedanken um meine Person mache, sondern dass es viel entscheidender ist, das Gefühl zu haben, vielleicht etwas leisten zu können noch und noch helfen zu können. Das ist eigentlich so der Punkt, einzusteigen und zu sagen, ja, ich probiere es. Die Überlegung war, ob ich mir das auch selbst, sage ich mal, nehmen oder mir selbst vorwerfen soll, dass ich da nichts versucht habe. Das war sicherlich auch eine Überlegung, zu sagen, weil ich einfach mit dem Verein so verbunden bin und so eine Geschichte habe, dass das natürlich auch eine Herzensangelegenheit ist. Natürlich habe ich mit ihm telefoniert. Wir haben, ich muss jetzt überlegen, gestern Morgen telefoniert und uns ausgetauscht. Ich habe ihm auch gesagt, es tut mir leid, dass diese Situation so eingetreten ist. Und natürlich haben wir uns auch übers Team ausgetauscht, aber immer mit der Maßgabe, und das weiß er eben auch als Trainer, wenn du im Prinzip das eine oder andere, kann ich dir vielleicht mitgeben. Und da war es für mich wichtig zu hören, wie sieht es aus mit dem einzelnen Spieler? Gibt es Blessuren, Verletzungen, die dahin führen, dass er vielleicht nicht zur Verfügung steht? Und auf der anderen Seite weiß er aber auch, dass ich mir einen eigenen Eindruck von den Spielern natürlich auch hole. Und jeder auch ein differenziertes Verhältnis haben kann zu jedem Spieler. Wenn ich jetzt mich natürlich mit den nicht guten Ergebnissen immer wieder beschäftige, ist es schwer eben auch zu erkennen, was kann ich eigentlich gut? Oder was bringt mir eigentlich diesen Erfolg? Warum war ich in der Situation eigentlich gut drin? Wir haben heute Morgen eine Trainingseinheit gehabt mit einer Passage, wo es viel auch um Passspiel ging. Und dann guckst du natürlich auch sehr schnell immer darauf, wenn du einen Ball verloren hast. Aber wie oft wir eigentlich das gut gemacht haben, das ist dann nicht so bewusst gewesen. Und das wieder dorthin zu kriegen, dass dieses Positive wieder überwiegt, das führt auch dazu, dass man auch die Handlung besser realisiert, weil man mehr Selbstvertrauen hat, ein sichereres Gefühl bekommt, die Aktionen werden dann auch sichtbar. Und das muss ein Teil des Weges sein, uns in dieser Richtung zu bewegen. Ja, natürlich ist erstmal so ein, wenn man mit der Mannschaft zusammen ist, spürt man erstmal so diese kritische Auseinandersetzung, die sie mit sich selbst haben, ja, mit der Situation. Und
da ist keiner glücklich, da ist keiner happy und keiner geht so locker über die Situation weg. Man wünscht sich immer was anderes als das, was man jetzt im Moment gerade erlebt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir bereit sind, uns damit wirklich auch auseinanderzusetzen. Und jetzt wird es eben der Punkt sein, wie gehen wir dort in die einzelnen Schritte rein? So wie ich es eben gesagt habe, wie arbeiten wir die einzelnen Punkte ab, damit wir am Samstag die Leistung auf den Platz kriegen, die wir uns alle erhoffen. Wolle und ich sind ein absolut eingespieltes Team und Wolle weiß im Prinzip, wie ich Situationen anpacke, wie ich dort denke und er kann im Prinzip das, was wir umsetzen wollen, weiß er und weiß, auf was ich Wert lege und hält mir da total den Rücken frei und bringt mir auf der anderen Seite aber so viel Wissen und so viel Qualität auch mit durch seine eigene Beobachtung und durch seine Arbeit, die er auch jetzt hier mit den Spielern macht, dass es mir ganz wichtig ist, diese Informationen einfach auch zu bekommen und diesen Rückhalt durch ihn auch zu bekommen. Es war mir schon wichtig, eben auch diese Unterstützung von Wolle da zu realisieren. Er ist einfach ein Top-Fachmann und ein perfekter Kollege, deshalb war es wichtig.